Hallöchen und willkommen zurück beim Farm Manager 2018 im Jahr 2027. Wir sind jetzt 9 Jahre im Spiel schon dabei und das dürften aktuell, ich habe es gerade nicht ganz im Kopf, es sind vielleicht schon so um die 20 Stunden, so um die 18, irgendwas so zwischen 15 und 20 Stunden sind wir auf alle Fälle schon dabei, die mir Steam anzeigt. Und also ich hatte schon mal vor etlichen Folgen erwähnt, dass ich super finde, dass die Kampagne so aufgebaut ist, was ich im Vorhinein nie gedacht hätte. Ich dachte, gut, nach spätestens 10 Folgen ist die vielleicht durch. Jetzt sind wir hier bei Folge 35 heute sein. Ja, und die Kampagne ist ein bisschen über die Hälfte. Also da kommen schon noch etliche Folgen zusammen, denke ich. Und freue mich da auch drauf. Finde ich super, dass das... Und vor allem, es kommt auch recht gut an bei euch. Das gefällt mir auch gut. Natürlich. Aber selber, mir macht es halt echt Spaß. Und ich freue mich, was noch kommt, denn... Aber ich freue mich und ich frage mich, was noch kommt. Denn wir hätten ja zum Bauen nicht mehr so unwahrscheinlich viel. Die Karnickel kommen noch. Also die kleinen Häschen, die Kaninchen. Und die Schweine. Dann hier hätten wir noch nichts weiter. Auch nicht. Und hier hätten wir dann nur noch die Tiefkühlkostfabrik und die Schlachthöfe. Ich könnte mir vorstellen, dass das eines der nächsten ist. Schlachthöfe und Tiefkühl. Und sonst hätten wir ja schon alles, was wir bauen können. Also, ich weiß jetzt nicht, was da noch so kommen soll. Ah, doch, hier oben sieht man das. Genau. Ich hatte doch mal gesagt, irgendwo sieht man das, wie viele Kapitel das sind. 1, 2, 3, 4, 5. Genau, wir sind im 6. 7, 8, 9 Kapitel. Also, wir sind ja auch im 6. noch nicht durch. Ah, hier oben, Spielzeit, da haben wir es, 21,5 Stunden sogar schon mehr als ich dachte. Also, ja, ihr seht, und ich muss sagen, die 21,5 Stunden, lasst davon vielleicht mal höchstens eine Stunde oder so insgesamt, allerdings nicht am Stück, sondern insgesamt zusammengerechnet gewesen sein, die jetzt allerdings nur im Winter in dem Spiel stattfanden, wo man nicht so viel machen konnte, am Anfang schon gar nicht, weil du eh kein Geld hattest und vor allem wir am Anfang mit übelsten Sorgen da standen. Vor allem wegen dem Kredit, der einfach mal 10.000 im Monat gekostet hat und wir aber auch nur ein bisschen über 10.000 eingenommen hatten. Das war alles nicht so einfach. So, 28 Tage noch. Ja, passiert gerade nicht so viel. Was können wir denn mal noch Gutes tun für unsere Mitarbeiter? Ja. Bodenqualität ist auch super. Ich muss mich gerade um nichts kümmern. Es hat schon zweimal geregnet in der letzten Folge. Da ist hier alles noch ziemlich feucht. Vielleicht noch ein paar mehr Sprenkler. Wir haben, glaube ich, 4 Sprenkler, wenn mich nicht alles täuscht. Wir haben aber 7 Obstbaumfelder. Achso, ich muss auf Verkaufen gehen natürlich. Ja, wir haben eine beachtliche Liste an Material. Wow. 1, 2, 3, 4 Sprenkler. Ja, wie gesagt, wir haben 8. Acht Obstfelder, so rum. Da würde noch was hinpassen. Passt nicht hin? Boah. Echt nicht? Passt es nicht da rein? Schade. Dann hat es wahrscheinlich... Ich glaube, das Gebäude der Saisonarbeiter hat, also, hat vom Design her noch ein bisschen größeren Radius, als es mir da gerade anzeigt. So. Achso, wir hatten sogar 3 Gebäude für Saisonarbeiter. Ich habe mich gerade gewundert, warum ist das leer? Aber das ist ja Saisonarbeiterhaus 3. Was macht denn der Honig? Der Habshonig. Ach komm, wisst ihr was? Ich mag Honig, ihr mögt Honig. Jemand von euch dabei, der keinen Honig mag? Das ist ein bisschen schade, dass es da kein größeres Imkerhaus gibt. So. Hier noch Platz drin. Kann da noch irgendwo einer wohnen? Ich hatte doch... Da sind noch jeweils 2 Plätze frei. Super, dann bräuchten wir noch mal einen Imker. Da, Trude Ziegler. Egal. Und noch ein. Nicole. Apianus. Das klingt aber schön. Apianus.
Ja, einmal Trude. Kriegst gleich deine kleinen Dinger. Deine kleinen Bienenstöcke. Ja, das war auch wieder eine Meisterleistung vom Bauen her. Echt super. So, dann bauen wir da einfach mal 8 diese Teile hin. Ach komm, selbst wenn ich es anpinne, geht's weg. Nicht, dass die kleinen Teile auch mal auf den Performance fressen. Ich bin mir da nicht sicher. Ich glaube eher nicht. Wie viel kann ich noch bauen? 3 noch. So, das waren alle 10 von 10. So, 3 noch. So. Super. Kriegen wir da nochmal ein bisschen mehr Honig. Oh, die Wolle wird immer mehr, ey. Yeah. Ha. Wie sieht's denn da aus? 14 Tage noch. Oder wir dekorieren einfach mal ein bisschen mit den Bäumen. Können wir es denn ja auch mal ein bisschen schick machen mittlerweile. Das finde ich wiederum ganz cool, dass du die Bäume einfach schon sehr frei eigentlich versetzen kannst oder hinstellen kannst. So. Schade, da passt keiner dazwischen. Hier direkt runter. Jedes Mal das Blätterdach vom Baum wegrasiert. So viel, ich finde das eigentlich ganz geil, obwohl ich hier auch überall Bäume hinsetzen könnte, aber das gefällt mir so, wenn ich das so sehe. Alles nur Kühe. So ein bisschen wenigstens schick gemacht. Wie sieht es denn aus? 6 Tage noch? Wie lange bleiben denn unsere Saisonarbeiter noch? Bis zum 7.8. Och, dicke. Locker. Kriege ich die Kirschen noch raus heute? Die kriegen wir noch raus, die 31 Tage, die überstehen wir noch. Super. Da ist schon wieder nichts mehr drin in dem Stall. Die fressen mir echt die Haare vom Kopf, ey. Direkt nochmal was kaufen. Kauf mal komplett voll, dass beide Lager voll sind. Dass man da aber keine anderen Ställe bauen kann, das finde ich ein bisschen schade. Na, es gibt ja hier das kleine Lager, ein mittleres Lager wäre vielleicht nicht schlecht und ein großes Lager, dann noch kleine Kühlraumlager, mittlere und große und genauso bei den Ställen hätte ich mir das auch vorgestellt. Bei den Silos klappt es ja auch und bei den anderen Gebäuden auch. Thank you.
Ach, verdammt. Wie doof. Das wollte ich natürlich nicht. Kann ich da nochmal einen? Kriege ich da nochmal einen rein? Nee. Renate Heuler konnte nicht gefunden werden. Renate, ich halte gleich nach dir Ausschau. Renate. So, oh. Los geht's, Jungs und Mädels. Renate, wo bist du denn? Bitte keine Saisonarbeiter. Renate. Ach so, das könnte natürlich auch wieder eine Saisonarbeiterin sein, ne? Und Renate Heuler sagt mir so erstmal nichts. Doch, da, Renate Heuler. Doch eine von unseren Festangestellten, na gut. Wir haben schon wieder fast 4 Millionen da oben zusammen. Boah, guck mal jetzt, wenn die hier unterwegs sind. Alter, auf 14 FPS geht das runter. Sonst geht's ja noch, aber das ist wirklich immer heftig, ey. Irre. So, da drüben auch alles schön angebaut. Wunderbar. 200 Tage noch für die, aber das kriegen wir dieses Jahr auf keinen Fall mehr durch. Das wird nichts. Die werden das alle nächstes Jahr abgefrühstückt, abgeerntet. Super, 20 Tage noch. Die Kirschernte nehmen wir auf alle Fälle heute noch mit. Egal wie lange es dauert. Oh, was ist das hier drüben noch als Bonusaufgabe? Ernte 7-mal Kirsche. Ja, sollte klappen. Zwar nur bis zum 4.8., aber da das nur noch 19 Tage sind, kriegen wir die 4 Kirschen da auf alle Fälle raus. Und das auch schon wieder fertig. Super. So, dann bin ich mal gespannt, wenn der seine Geräte weggestellt hat. 21.627 Himbeeren. Ja, Preis geht immer weiter runter. Verkauft ihr jetzt trotzdem. Weg damit. Haufen Kohle gemacht und damit bin ich zufrieden. Vielleicht hat ja von euch jemand einen Tipp wegen der Performance, ob man da irgendwas machen kann. Wie gesagt, ich möchte es eigentlich auch schon weiter im Zeitverlauf ablaufen lassen, weil sonst dauert es einfach echt zu lange. Vielleicht wirklich das Himbeerfeld noch weg? Na, wir schauen gleich mal, wie es beim Kirschfeld ist. Aber sieht doch schon ein bisschen schicker sieht es doch aus, oder mit den Bäumen hier? Oder dass man die, ja, weiß ich nicht, dass man die Arbeiter irgendwie, ich glaube, es liegt wirklich eher an der KI der Arbeiter. Weniger an der ganzen Grafik, die hier berechnet werden muss, sondern wahrscheinlich wirklich an der KI. Zu wenig Tiernahrung, das glaube ich nicht. Das Lager ist rappelvoll, zumindest ein bisschen mit den 40.000. Ich habe davor noch mehr bestellt. Langsam wird es echt ein bisschen. So. Ich hatte doch vorhin noch mehr Gärfutter bestellt. Wie gesagt, ich wollte eigentlich beide Lager voll kaufen, aber ich glaube, der hatte bloß das eine da oben voll gekauft. So, wir sind schon fast wieder bei den vor den großen Umbaumaßnahmen beim Geld von 4,5 Millionen. Wahnsinn. Wahnsinn. So, 11 Tage noch. Komm. Wir müssen das Spiel bis zum 12. Juni, glaube ich, durchkriegen. Dann kommt Jurassic World Evolution raus. Würde mich auch sehr drauf freuen. Nächstes geiles Aufbauspiel mit Dinos vor allem. Und dann noch von Frontier.
Und mit Dinos. Ne? Kann man nicht oft genug erwähnen. So, dann geht's hier gleich los. 8 Tage nur noch, warten wir mal direkt ab. Das ist wirklich ein kleiner Krampf, die Kamera hin und her zu bewegen. Theo Dach kann nicht gefunden werden. Ja, dann gucken wir mal noch eben nach Theo Dach. Ach Gott, ey. Kann ich nicht nach Namen sortieren? Theo Dach dürfte auch einer von unseren Leuten gewesen sein, wenn mich nicht alles täuscht. Den finde ich immer noch cool. S. Höfler, der... Ach nee, wir hatten... Das ist zwar nur ein Saisonarbeit, aber wir hatten doch selber mal so einen, oder? Der nur einen Buchstaben als Vorname hatte. Ach so, nee, nicht anstellen. Ich bin blöd. Liste der Arbeiter, da muss ich doch hin. Theo. Es ruckelt. Gott, vor lauter Namen wird mir da. Also, da ist Theo Dach. Theo, hab ein Päckchen für dich. So, hier 3 Tage noch. Also ich glaube wirklich, mit einem dritten großen Milchverarbeitungsbetrieb könnte man nichts verkehrt machen. Weil wir immer noch ein bisschen Milch übrig haben, jedes Mal am Ende des, oder die dann einfach mit verkauft wird. So, und dann haben wir gleich... den Punkt im Kapitel erledigt. Na komm. Na komm. Ernte. Ja. Los geht das. Ja, schon Wahnsinn, was hier mittlerweile los ist an Mitarbeitern, aber ich kann es dir mal zeigen. Also es gibt da im Optionsmenü unter Einstellung Grafik. Ja, Schatten hart und weich, weiß nicht, wenn ich die Schatten mal ausschalte, Schattenauflösung mal mittel nehme oder niedrig. Fausing bleibt auf alle Fälle an, ohne Fausing spiele ich nichts mehr, das kann ich, ertrage ich nicht. Fausing, wenn man das ausschaltet, hat man manchmal, je nach, mittlerweile muss man, gibt es Monitore, in Verbindung mit Grafikkarten, wo das dann sowieso wegfällt, aber sonst hat man manchmal so Schlieren, so, dass das Bild so komisch unterbrochen ist. Kennt man manchmal von irgendwelchen Konsolenspielen. Dark Souls 2 auf der Konsole zum Beispiel hat das ganz, ganz schlimm. Texturqualität, Details, da können wir mal die Details auch niedrig schalten. Die Schatten, nochmal Schatten, Schattenauflösung, Schattenqualität und Schatten. Anti-Aliasing hatte ich schon von 8 auf nur 2, noch weniger möchte ich eigentlich nicht. Nachbearbeitung gibt es nur niedrig und hoch. Mal gucken, vielleicht bringt es ja ein bisschen was. Ne. wahrscheinlich nicht. Ist auch egal, ich lasse es jetzt so. Ich hoffe halt nur, wir kriegen die Kampagne durch, weil es wird ja noch immer mehr, ne? Ich meine, ich könnte auch irgendwas könnte ich zurückschrauben. Das stimmt schon. Aber das ist eigentlich nicht Sinn und Zweck, ne? Ich meine, wenn ich so viel... Das nächste sieht. Bin ich mal gespannt. Ist das die Tiefkühlkost? Wie du bereits gemerkt hast, haben einige Produkte ein kurzes Haltbarkeitsdatum. Es lohnt sich, einen Teil der Weichfrüchte einzufrieren. Baue eine große Fabrik für Tiefkühlkost, um das Haltbarkeitsdatum eines Teils zu verlängern. Läuft. Bauen wir direkt. Das bauen wir direkt. Fabrik für Tiefkühlkost. Oh, noch so ein Riesending, ey. Das können wir von mir aus hier oben nochmal hinbauen. Ernte 7 Kirschen.
Na, haben wir das nicht gerade, oder? Zählt das erst, wenn der fertig ist. Ah, der bringt da unten rechts die Kirschen hin. Ah, okay. Die können wir ruhig tiefkühltechnisch aufbewahren. Moment. Kirsche. So, einmal die normale Kirsche, in grün, und die Tiefkühlkirsche, nämlich, ja, schon ein bisschen mehr als das Doppelte, in gelb hier oben. Was kam denn das Teil eigentlich? Ich habe jetzt überhaupt nicht drauf geachtet, sondern einfach gebaut. 574.000. Oh Gott. Ach, hier das Teuerste hier. Ich habe wieder neue Mitarbeiter. Das wäre der Tiefkühlkost, finde ich gut. Das können wir ruhig machen. Das ist eigentlich nicht schlecht. Die Kirschen an sich, wie lange halten die sich bis zum... Ja, die halten sich auch nur 2 Monate. Okay, das ist jetzt fertig. Wunderbar. Da kommt wahrscheinlich gleich nochmal... Das nächste dürften die Himbeeren sein. Uiuiui, Himbeeren. Dann sind die anderen Felder hier alle 3 fertig. Aber das mit den Himbeeren geht ja schnell. Kriegen wir auf alle Fälle hin. So, dann können wir schon mal schauen. Das ist schon fertig. Also 3 brauchen wir doch bestimmt. So. David Ludwig. Jakob Römp. Mal schauen, wie viele Leute wir da brauchen. Was? Nimm einen Kredit auf. Warum? Brauche ich doch gar nicht. Achso, das war schon. Super. Beginne mit der Schweinezucht. Baue einen kleinen Schweinestall und kaufe 6 Steine. Schweine. Keine Steine. Schweine. 5 Leute passen hier rein. Warte mal, da müssen wir noch 3 dazu holen. Aktuelle Produktion. Kirschen. Machen wir mal. Warum soll ich einen Kredit aufnehmen? Warum? Ach so, das ist eine... Ich wollte gerade sagen, das war bloß eine Nebenmission. Ein kleiner Schweinestall und 6 Schweine. Komm, das machen wir noch. Okay, zucki. Das ist halt schade. Das ist ein bisschen doof, dass ich... Ich habe es doch schon erforscht. Lasst es mich doch gleich groß machen. Gut, irgendwie müssen sie ja die Mission zusammenkriegen. Kriege ich den hier unten rein? Den kriege ich nicht da unten rein. Kriege ich den aber da rein? Mist. Waren noch 3, die wir brauchten. Ich dachte, waren 2. Gut. Mein Fehler. So, das läuft. Und da sollten jetzt dann auch bald die Kirschen, gekühlte Kirschen rauskommen. Denn die normalen... Ich kann ja mal die Kirschen da oben in das Kühlhaus verlagern. Das war Kühllager 1 eigentlich, genau. So, die halten sich ja noch bis zum... Ach ja, doch, bis zum 11.12. jetzt, 2017. Okay, da kriegen wir ein paar gekühlte Kirschen raus. Ja, immerhin. Kleiner Schweinestall, der ist gebaut und 6 Schweine. Hä? Bin ich doof? Moment, hab ich das verkehrt gebaut? Achso, das war nur der kleine Stall. Ja, da war daneben der kleine Schweinestall. Oh, der ist ja putzig. Oh, ist er nicht süß? Ist er nicht süß? Der kleine. Ach ja. Mal mit den Himbeeren könnten wir das auch machen.
So, der Schweinestall ist fertig. Passen auch 6 rein. Nicht, dass ich 2 oder so. Habe ich noch einen netten Tierbetreuer, Willi Vogt. Komm, Willi, übernimm das mal kurz. Den Schwein. Ach, das ist ja wirklich niedlich. Das sieht ja wirklich putzig aus. Oink, oink. Die dürften gleich kommen. Wir brauchen echt nichts bewässern dieses Jahr. Das ist der Hammer. Aber wir brauchen nochmal saisonale Arbeiter. So. Hä? Welches Feld kann ich denn abernten? Ich dachte, die Himbeeren wären jetzt... Ach, hier. Das Rapsfeld oder was? Ja. Okay, Kapitel 6. Letztes Kapitel von Kapitel 6. Du hast dich für die Tierzucht spezialisiert. Ja, schon vor 10 Jahren. Du solltest nun in einen Schlachthof investieren, um es teurer zu verkaufen. Baue einen großen Schlachthof, weiße Arbeiter zu und beginne mit der Fleischproduktion. Okay, das kriegen wir auch noch hin. Komm, das machen wir noch fix. Ja, dann können wir ja für den Schlachthof hier die größeren Schweineställe hier vielleicht hinbauen. Mal gucken. Ach, die futtern nur Weizen oder was? Ja, ist ja noch genügend da. So, das war das Feld. Da habe ich mich vertan. Okay, das ist egal. Das bleibt so, wie es ist. 8 Tage noch bis zu den Himbeeren und der Rest ist ja dann auch bald durch. Ne? Ich meine, Äpfel 9 Tage, Birnen 9 Tage jeweils. Ja, Kirschen sind durch. Was kam der Schlachthof? Ich habe nicht drauf geachtet. Auf 560.000. Uiuiui. Na. So, da brauche ich doch mindestens 3 Leute für, oder? Wahrscheinlich eher 4. Wir warten mal, bis das Teil fertig ist. Ach nee, da stand ja 2. Okay. Lieb zu Tieren und schlachten kann sie auch. Ach Gott. Uiuiui. Wer wird gesucht? Moritz Bauer, ja. Egal. Da passen doch 5 rein. So, weiter geht's mit Kapitel 7. Dürfte es jetzt weitergehen. Ja, Stabilisierung. Dein Bauernhof funktioniert, wie er funktionieren sollte. Doch du könntest mehr verdienen, wenn du die Kosten optimalisierst. Baue 5 Windkraftwerke und absolviere den Kurs für Finanzierung in der Agrarwirtschaft mitsamt der 3. Stufen der Finanzen, Optimierung und Kosten. So, das ist alles schon erledigt. Die ganzen Schulungen. Und wir bräuchten noch 5 Windkraftwerke und dann hätten wir das auch durch. So, jetzt arbeiten hier aber 2 Leute. Genau, einmal Carsten Schickelgruber und Colin Lüschen, die da nicht arbeiten sollen, sondern ruhig noch 2 andere. Thomas Moll. Du und hier, Malte Eckert. Auch du. Zack. Schwuppdiwupp. So, dann müssen wir natürlich noch angeben, dass die da auch tatsächlich was Hühner, Kühe, Schweine. Mal gucken, wie das läuft. Oh, Mist, wir können alles abernten. Obwohl, warte mal, stellt doch mal noch ein paar Saisonarbeiter an. Da kann ich gleichzeitig da drüben bei den anderen noch mitmachen.
Ach Mist. Ach komm, ey, ich hab grad. Hab ich grad niemanden mehr hier, die Busser. Keine Ahnung. Die fahren können. Wie doof. Das war natürlich blöd. Ja, da fehlt mir auch noch ein Fahrer. Egal. Gibt es einen saisonalen Fahrer? Das wäre mir neu. Irgendwo ein Fahrer. Na gut, dann bloß hier unten die eine. Mona Bosch. Zack. So, dann können wir die wenigstens gleichzeitig abernten. Wir auf 5 Windkraftanlagen noch bauen. Und ich hoffe halt, ich weiß jetzt nicht, wie ist denn das mit dem Schweinefleisch? Die nehmen sich 2 und machen dann daraus Schweinefleisch. Und also die sollen sich halt nicht alles nehmen, darum geht es mir. Dass die sich dann auch wenigstens immer wieder weiterentwickeln können. Oder nur nicht, dass die gleich leer sind und dann habe ich ja keine mehr. Das wäre natürlich doof. Oder kann ich hier einstellen, wie viele bleiben sollen? Hier im Gebäude 2. Na, ich lasse es mal. So, da wird abgeerntet. Das kriegen wir jetzt auch noch hin. Wunderbar. Da oben wird auch fleißig auf 2 abgeerntet. Spitze. Dann können wir da gleich nochmal richtig schön Kohle mit scheffeln. Geht sogar dafür, dass gerade auf 3 Feldern gleichzeitig gearbeitet wird, ist das ganz okay. So, was? Ui, Schweinefleisch. Schweinefleisch. Gar nicht so schlecht, ne? Wie lange hält sich das? Knapp einen Monat. Das ist halt schade, ne? Dass wir die größere noch nicht bauen können. Ah doch, guck mal. Jetzt können wir auch große Schweineställe bauen. Das können wir auch machen. Und 28.000 Birnen geerntet. Eine 500.000, ey. Wahnsinn, ey. Wahnsinn. Wahnsinn. Bauen wir mal noch ein paar Schweineställe. Geht sogar da durch. Super. So, 20.700 Himbeeren auch nochmal. Und 113.000 Äpfel. Sehr gut. 5 Windkraftanlagen können wir auch noch bauen. Die können wir hier unten mal hinstellen. Boah, es ruckelt. Es ruckelt nicht. Ah ja. Halt, das kann noch abgeerntet werden. Es ruckelt ja nicht, es läuft nur sehr, sehr langsam. Wenig Tiernahrung, ja, ja. 3. 4. 5. So, wo? Ist da genug Gärfutter da oder ist ja schon alle? Ist da noch was da? Müsst bloß was holen. Und weg mit den Äpfeln!
genug Gärfutter da. Hab dich nicht so. Können ja nochmal was kaufen. Die fressen uns echt noch die Haare vom Kopf, ne? Und für die Schweine, wenn wir dann noch mehr Schweine... Okay, gut. Schon erledigt. Das nächste haben wir dann auch direkt schon erledigt, weil das wahrscheinlich das Upgrade für das große Haus ist. Endlich ist die Zeit gekommen, in dein Haus weiter zu investieren. Baue eine dritte Etage. Erledigt. Das war die schnellste Aufgabe. Was kommt danach? Kaninchen! Dann kommen die kleinen Kaninchen dran. Beginne mit der Kaninchenzucht. Kaufe einen kleinen Kaninchenstall. Jo, das machen wir dann aber wirklich erst beim nächsten Mal. Ich kaufe jetzt noch mal ein Gärfutter, bevor ich das wieder vergesse. Die Folge heute ist wieder ein bisschen länger, ist aber okay. So. Alter. Wir warten bloß noch, bis das hier oben alles abgeerntet ist. Ist es auch gleich, dann verkaufe ich die Birnen noch. Und dann kümmern wir uns mal hier drum, dass wir hier noch 12 Angestellte suchen für die Schweine. So, da kann ich dann immer einstellen, wie viele Tiere noch übrig bleiben. Kann das sein? Ach so, das wusste ich gar nicht. Oh denn, das ist jetzt aber Meckern auf hohem Niveau. Hier ist Gärfutter drin. Da müsst ihr nur mal hingehen und das mitnehmen. So, nochmal 74.000 Birnen. Weg damit. Super, jo. Dann machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Das war's für heute. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.